Ja, moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, Champions League Halbfinale ist wieder am Start. Hinspiel ist das gegen Leipzig. Außerdem haben wir heute das Spiel gegen SVW in Wiesbaden und gegen VfL Wolfsburg. Ja, ich bin gespannt, wie wir uns schlagen. Einzelgespräche. Dann wollen wir ja den Ahmed wollen wir uns verpflichten für die nächste Saison, weil er ablösefrei ist. Als Rechtsverteidiger. Ramsey geht ja für, wie viel war er nochmal? 18 Millionen oder 17 Millionen? Irgendwie so um den Dreh. Ja, und dementsprechend, ne? Können wir den auf jeden Fall mal uns holen, weil er auch, glaube ich, ein riesiges Talent war. Irgendwie so. Genau, so, Kanda kommt auch auf die Bank, weil Meffert kommt, wenn dann bei den Ligaspielen auf die Bank, ein Spiel dann wenigstens noch. Dann, wer muss auch noch spielen? Der Marx auf jeden Fall noch eine Partie. Ja, der Fährmann müsste auch mal spielen. Apropos Fährmann, den wollten wir ja eigentlich auf die Transfersliste packen. Fällt mir gerade ein, warten wir doch einfach mal ab. Ja, dann komm, weißt du was? Dann packen wir den so auf für Transfers. Das, wir gucken mal hier. Hier haben wir ein kleines Talent. Mittleres Talent spielt schon bei der B-Jugend. Hier haben wir 16-Jährigen, Stärke 4, Libero. Bei MSV Duisburg. Valentini. Sollen wir den mal holen? Aus der B-Jugend? Ah, weiß ich nicht. Also, schwierig, ne? Obwohl, ja, wäre schon eine Verstärkung für unsere B-Jugend, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich weiß auch gar nicht. Sie können leider keinen Jugendspieler mehr verpflichten. Ja, wir haben genug Jugendspieler, deswegen. Wir können gar keinen mehr holen. Ja, dementsprechend müssen wir mal schauen, ne? Dass wir wollen auf jeden Fall am Ende der Saison, möchte ich gerne ihn hier hochziehen. Dann wahrscheinlich den Brand, den ziehe ich wahrscheinlich auch schon hoch. Ja, ansonsten, die können auch hier drin bleiben. Campos, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Wir werden einige hochziehen, dann werden wir wahrscheinlich welche verleihen oder abgeben. Werden wir machen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Woche hinein. Sonst haben wir nichts, ne? Ordentlicher Platzzustand, genau, und let's go. So, der Ahmed. Ah, ist bei unserem Angebot doch sehr ein bisschen skeptisch, also doch sehr skeptisch, wegen dem Stammplatz. Weil der hat keinen Bock, sich auf der Bank setzen zu lassen. Ja, außer ich zahle den guten Festgehalt. Ja. So, erstmal das. Wir gucken mal. Boah, da wird er schon grimmig. Da wird er schon grimmig. Der wäre ja ablösefrei. Na komm, wir machen trotzdem mal Handgeld. Ne? Also würde ich jetzt mal so sagen, dass wir trotzdem Handgeld machen. So, ich würde sagen, der hat einen Marktwert von 3 Millionen. Dann würde ich sagen, wenigstens 1,4 Millionen. Und hier gehen wir auch mal ein bisschen höher auf 1,3 Millionen. Außerdem hier 25.000. Ich hoffe, das nimmt er an. Kann auch sein, dass ich jetzt zu hoch gepokert habe oder zu niedrig. Werden wir ja jetzt sehen. Ja, zu niedrig. Hat das Angebot satt. Wir machen aber nochmal ein Angebot. Da möchte jemand ordentlich Geld haben, ne? Würde ich sagen. Aber der ist auch ein riesiges Talent, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Können wir ja auch gleich nochmal gucken. So, Bernshoff nimmt erstmal Platz auf der Bank. Dann. Ja, ansonsten lasse ich alles, ne? Sosa Bastos kommt mal mit für Okai. Brune kommt mal auf. Ne, die beiden tauschen die Plätze. Brune kommt mal auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, ansonsten lassen wir alles, ne? Stärkeverhältnis, ja. Ich lass mal normal spielen. Hier spielen wir normal. Ja, wir lassen mal auf normal. Ich hoffe, dass das ein bisschen klappt. Ich sag mal gar nichts. So, ausverkaufte Hüte in Leipzig. 8.943 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Und Marius im Westernhagen tippt ein 3:1 für Leipzig. Ja, gucken wir mal, ne? Und wir kriegen in der 10 Minuten 11 Meter. Und Batu legt sich den Ball zurecht. Läuft an, Flachschuss auf die rechte Ecke. Smarsch hat die Ecke geahnt. Aber er kommt zu spät und kann den Ball hinter der Linie abwehren. Was macht der Schiedsrichter?
der entscheidet sofort auf Tor. Sehr schön. Und da ist direkt das 0:2 Mike Abilio, Vorlage Polozzi. Sehr schön. Das nenne ich doch mal einen guten Start. Und da ist das 0:3 Kevin Hünemeyer, Vorlage Ombatu. Jetzt Eckball von der rechten Seite für uns. Leo Deutscher schlägt den mal hart nach innen. Embier steigt hoch und setzt sich gegen Fred durch. Kommt zum Kopfball und in die Arme von Torwart Smarsch. Laskeles tritt in Richtung linker Strafraumecke an, begleitet von Brune. Bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Herga läuft Richtung Strafraum und sieht von den Strafraum kein Durchkommen. Spielt erstmal zurück. Fred läuft mit dem Ball hinaus auf die linke Seite. Spielt den Ball zentral vor dem Strafraum. Herga nimmt den Ball mit. Schießt sofort. Sinani boxt den Ball zur Ecke. Und Eckball von der rechten Seite jetzt. Opitz zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Hünemeyer versucht zu klären und legt den ungeschickt in die Mitte, den Ball. Aber Börner schaltet am schnellsten und schlägt den Ball weg. Sehr schön. Herga jetzt stoppt den Ball, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Moza schlägt den Ball hoch Richtung linke Eckfahne. Laskelis legt flach an die Strafraumkante zurück. Kaminski stoppt den Ball, spielt ihn links Richtung Mittellinie zurück. Moza wird nicht angegriffen, als er auf dem linken Flügel Richtung Grundlinie läuft. Passt das Leder präzise auf die Strafraumecke zurück. Kaminski kontrolliert den Ball, passt auf den Flügel hinaus. Moza legt flach an die Strafraumkante zurück. Kaminski versucht, Abilio auszuspielen, geht an ihm vorbei, nimmt das Leder mit, weicht auf den Flügel hinaus und legt den Ball vor die Strafraum quer. Herga nimmt den Ball nach einem Stopperer wieder unter Kontrolle und schlägt den auf den linken Flügel. Ja, ist auch immer eine sehr lange Textpassage hier wieder. Kaminski flankt ihn direkt vor dem Strafraum. Herga bringt den Ball nach einem Stopperer wieder unter Kontrolle. Schlägt ihn auf den rechten Flügel. Opitz tritt Richtung rechte Strafraumecke an, begleitet von Polozzi. Ja, und das war's, ne? Ja. Spielen alle gut. Hünemeyer kriegt mal Lob. Freut sich über die anerkennenden Worte. Und wir loben die Jungs. Wirklich ganz tadellose Leistung. Genauso weitermachen. Genauso weitermachen. So sehe ich das auch. Gelbe Karte für Koray Örgün wegen Meckerns. Gelbe Karte für Zeig wegen Foulspiels. Die spielen auch jetzt offensiv. Eckball von der rechten Seite jetzt für Leipzig. Oppe zieht ja mal hart an den 5-Meter-Raum. Sinani stürmt heraus und fliegt dabei sicher runter. Sehr gut. Golubitski jetzt kontrolliert den Ball. Spielt ihn nach links. Können wir das 0:4 machen? Leo Dotter stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Golubitski dringt in den Strafraum ein. Bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle. Wird von Kaminski bedrängt und verliert den Zweikampf. Ja, ich sag mal so, wenn wir mit dem 0:3 nach Hause gehen, umso besser. So, Koritowski kommt erstmal für Ebbe rein. So, 76. Minute, Brune, da kommt Ezrui rein. Die beiden tauschen die Plätze. So, letzter Wechsel. Ich würde sagen, der Kanda kommt für Golubitski nochmal rein. Goritowski jetzt kontrolliert den Ball, läuft gemächlich zum Mittelkreis, stürmt dynamisch auf Kaminski zu, aber der gewinnt den Zweikampf und kann klären. Und der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen das Ding 0:3. Sehr schön. 3:9 Chancen. Besser Spieler war Abilio. Spielwertung 3. Ganz nett. Ja, eine gute, sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel, würde ich sagen. AC Mailand spielt gegen Bayern 1:1. Dann Liverpool gewinnt 2:1 gegen Lyngby BK und Linz spielt 1:1 gegen FC Groningen. Die Firma von Sherry Barry Knight ist pleite und dieser steht auf der Straße. So, Nanami freut sich über unseren Besuch. Und ja, Koream nimmt mal wieder Platz auf der Bank. Ja, die haben eigentlich ganz gut gespielt. Nanami ist sowieso nur Risiko. Ne? Wer fehlt jetzt noch genau? Wir gucken mal. Da gucke ich falsch. 4 Tage. So, Max kommt wieder rein. Sinani kommt auf der Bank.
Außerdem, Meffert kommt auch wieder mit für Kandak. Ja, ansonsten lassen wir alles, ne? Also, haben gut gespielt halt, ne? Okai kommt auch wieder für Bank, würde ich sagen. Und ja, wir spielen auswärts, ne? Ich würde, sagen wir, offensiv spielen. Weil sollen wir nur zu Hause offensiv spielen? Ich bin mir am überlegen, ey. Sollen wir da normal spielen? Ja, komm, wir spielen mal normal. Gucken wir mal, was passiert. Obwohl, weil ich... Ja, ich bin echt am überlegen, ne? Obwohl, wir können auch offensiv spielen, oder? Boah, schwierig, ne? Ja, komm, wir spielen offensiv. Was könnten wir sagen, ne? Gibt's da nicht so viel, ne? Tendenz ist, ja, auf unserer Seite Hinspiel war 0-0. Na komm. Jeder Fußballer will Meister werden. Ihr könnt es dieses Jahr schaffen, euch den großen Traum zu verwirklichen. Na, schaffen könnten wir es auf jeden Fall, ne? Die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. Ausverkauf Düte, 15.295 Zuschauer, 5.469 sind aus Gelsenkirchen mitgereist und Claudia Pechstein tippt 1-2-4 auf uns. Ja, wie gesagt, wir spielen auf jeden Fall auf Offensiv. Mal gucken, Abilio kommt jetzt, nimmt den Ball an, spielt nach rechts außen zurück und startet Richtung Eckfahne. Brune schaut und spielt den Ball flach rechts die Außenlinie entlang. Doch der Pass ist zu weit, Abstoß. So, erste Hälfte, Leo Dolter jetzt, nimmt den Ball mit. Kann vor der Strafraum querlaufen. Sieht sich Etri gegenüber, rennt ihn einfach um. Schiedsrichter hat das natürlich gesehen. Ja, 0-0, 0-0 Chancen, also hier ist gar nichts los. Obwohl wir offensiv spielen. Trotzdem, Golubitzki macht ein gutes Spiel. Einsatz erhöhen wir mal. Und vielleicht reißen wir jetzt was. War ja auch gar nichts los, ne? Gelbe Karte für Börner wegen Meckerns. So, 65. Minute. Okai kommt für Mbia mal rein. Boah, hier ist ja gar nichts, ey. Also hier, puh. Die beiden tauschen die Plätze. Und Korea kommt für Börner. Einwurf jetzt durch Golubitzki. Jetzt vielleicht mal. Eine gute Chance. Der wirft kurz zu Okai. Der passt ihn zurück zu Golubitzki. Schöne Flanke, aber Duenas hat das genau durchschaut. Ebbe jetzt nochmal. Stoppt den Ball. Spielt ihn rechts Richtung Mittellinie zurück. Polozzi sieht sich Wallace gegenüber und wechselt erstmal einmal den Flügel. Esrui marschiert, verfolgt von Tatamusch Richtung Mittelkreis. Genau auf Tatamusch zu. Doch er verstolpert den Ball. Ja, jetzt nochmal. Letzte Chance durch Golubitzki. Einwurf. Können wir da was reißen? Der wirft zu Ombatu. Der stoppt den Ball mit dem Fuß. Dreht sich. Zieht das Leder aus Spitzenwinkel aufs kurze Eck. Und, aber Duenas steht genau richtig und hat ihn. Ja. 0-0. Ich würde sagen, da war Not gegen Elend hier. 0-3 Chancen. Besser Spieler war Golubitzki. Spielwertung 6. Lausig. Vielleicht war die Abwehr auch nur zu stark von uns. Warte ich aber nicht, glaube ich. Ich glaube, deswegen war ja kaum was los. Naja, 0-0. Habe ich mehr erwartet. Aber wir sind auf Platz 2. Hey. Trotz des Punktgewinns sind wir auf Platz 2. Meister können wir auch noch werden. Also läuft eigentlich wieder richtig gut bei uns. Muss ich sagen. Wenn man in der Hinrunde guckt, da war nicht so der Burner dabei, ne? Okay, der Burner war dabei, aber. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht den Spielerburner, sondern allgemein jetzt. So, Bayern München gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim. Wir spielen 0-0 gegen Wien Wiesbaden. Hannover gewinnt 1 gegen Paderborn. Mainz verliert 0-1 gegen Viktoria Köln. Wolfsburg gewinnt 1-2 gegen Duisburg. Fürth verliert 0-2 gegen Leipzig. Hamburg spielt 2-2 gegen Frankfurt. Dortmund gewinnt 3-2 gegen Augsburg. Und Leverkusen verliert 0-2 gegen Hertha BSC. Ja, auf die Abstiegsplätze, ne? Immer noch Duisburg und Fürth. 16. ist Hannover 96.
Ja, wird immer enger, ne? 6 Spiele sind noch zu machen. 6 mal 3 sind 18. 18 Punkte sind noch zu holen, also schaffen könnten sie es noch, ne? Aber schwierig, wird immer enger, ne? Embiid ist noch auf Platz 1 mit seinen 17 Buden. Außerdem, ja, keiner von uns hier dabei. Schade. Aber war ja auch nichts los, ne? Wie gesagt. So, Pokal in England, Finale Liverpool gegen Arsenal. Ja, Bayern München und Leverkusen möchten uns. Leverkusen, die ja zurzeit in der Realität alles da abreißen in der ersten Bundesliga. Ja, Bayern, wie gesagt, die beiden wollen uns haben. Aber wir bleiben bei Schalke. So. Pelinksi, Wechsel von Bielefeld nach 1860 München. Waterman von Real Madrid nach Crystal Palace. Und Vitali Havertz von WM Wiesbaden nach Maccabi Haifa. Wir werden wieder aufgewertet. Ist ja immer hin und her hier. Kennt man ja nicht anders. So, alle Punkte verteilt. So, Ahmadi, genau, da machen wir jetzt nochmal ein Angebot. Ich hoffe, wir können ihn jetzt überzeugen. Wir spielen als nächstes gegen VfL Wolfsburg. Die stehen auf Platz 10 in der Liga. So, wir können ja mal mit Embiid trotzdem quatschen. Mit Abbey können wir quatschen. Eine Runde. Dann können wir mit Okai eine Runde reden. Sonst noch jemand? Bastosch reden wir auch mal. Pandak und... Boah. Würde ich sagen, mit dem Korea reden wir auch nochmal. So, 69 Millionen haben wir auf der hohen Kante. Ja, wie gesagt, den Ahmed, den würde ich ja gerne verpflichten. Wir gehen auch in die nächste Woche. Wir sind auch die einzigen Interessenten da dran. Ja, Hauptsache, wir sollen den guten Festgehalt zahlen. Wir machen mal 1,8 Millionen. Hier machen wir mal 50.000. Je nachdem, ne? Wir machen erstmal hier 1,6 Millionen, da machen wir 50.000. Hier würde ich trotzdem 1 Million machen, ne? So wie ich gelesen habe, soll Handgeld jetzt nicht so berauschend sein, ne? Das ist eine Geldverschwendung, aber wenn wir das Geld sowieso haben, ne? Und wir sind sowieso zurzeit immer in der Champions League, dann passt das doch, finde ich. So, ist noch ein bisschen zu schlecht, das Angebot. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf 1,8 Millionen. Oh, da freut. Ah, Arsenal möchte den behalten. Ah, so ist das also. So ist es also. Okay, dann gehen wir mal hier ein bisschen höher. So, Arsenal geht immer noch mit. So, erhöhen wir ein bisschen das Handgeld. Handgeld, ne? Vielleicht können wir den so überreden durch das Handgeld. Komm, wir geben den auch eine Torprämie als Rechtsverteidiger. Ah, das sind zu schlecht, okay. So, Arsenal. Der hat eine Stammplatzgarantie, aha. Dann machen wir hier 2 Millionen. Ah, die möchten den echt behalten, Arsenal, ne? So, machen wir hier mal. Ja, wie gesagt, der ist ein riesiges Talent, ne? 4 Jahre Vertrag hätte der dann bei uns. Boah, Leute, ey. Wann steigt der mal Arsenal aus, ey? Gehen immer noch mit. Ey, die wollen unbedingt seinen Vertrag verlängern, ne? Man merkt's. So, jetzt steigen sie mal aus. Und er wechselt damit ablösefrei zu uns nächste Saison. Sehr schön. Ey, da war aber auch eine Tortur, ne? Mit dem Koritowski-Oberschenkelbruch. Ei! Das ist natürlich nicht so gut. Das Gute ist, wir haben nächstes Jahr, also nächste Saison, haben wir einen dritten OM, der dann, erstens kriegen wir noch einen neuen OM. Plus, weil Koritowski geht nächste Saison nach Paris, ab nach Frankreich. Außerdem haben wir hier noch dann den hier. Den ziehen wir ja hoch. Und ja, der wird dann wahrscheinlich der dritte OM dann sein.
als dritter, ja, wie gesagt, dritter OM. So, Bastos kommt auf der Bank, weil der OM spielen kann. So, Nanami ist kurz vor einer Gelbsperre. Soll er spielen? Ja, ne? Er ist auch schon 28, ne? Sehe ich gerade. Auch schon älter. So, Nanami kommt dann rein. Die beiden tauschen die Plätze. Brune lasse ich draußen. Nee, kommt rein. Meffert kommt mit. Oschauer, Bastos. Ja, sonst haben wir alle, ne? Marx hat jetzt auch 5 Spiele schon gemacht. Aber der hält ganz gut zurzeit, ne? Daher würde ich den drin lassen trotzdem. Ich würde dann den Senani dann gegen Leipzig wieder am Tor packen. Genau. Ansonsten Bernsdorf. Ne, da lassen wir alles, ne? Hühnemeier bleibt drinne. Ja, lassen wir alles so. Wir spielen wieder offensiv mit Einsatz 150% und ein bisschen rau. Ja. Wir sagen mal nix. Ausverkauft Hütte. 2526 sind aus Wolfsburg mitgereist. Und Moritz bleibt treu. Tippt ein 2:3 für Wolfsburg. Schauen wir mal. So, Pufal geht auf Abbey zu. Aber der gewinnt eine Zweikampf von Kanklern. Sehr gut für uns. Polozzi stoppt den Ball etwa 20 Meter vor dem Tor. Spielt sofort den Pass in den Strafraum. Kein Abseits. Ombato nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5-Meter-Linie an. Herrlicher Hackentrick. Und da ist das 1:0. Herrlich. Sehr schön. Eckball für Wolfsburg jetzt von der linken Seite. Aber der Ball von Sari landet direkt am Außennetz. Indirekter Freistoß jetzt von der linken Seite für uns. Torentfernung 19 Meter. Abilio läuft an. Flankt den Ball auf den langen Pfosten. Schöne Flanke, aber alle in Mitte schlafen. Abstoß. So. Und Kolat macht das 1:1. Ja. So schnell kann es gehen. So, Ombato macht ein gutes Spiel. Wir muntern die Jungs auf. Möge die Macht mit euch sein. Ombato nimmt den Ball mit. Spielt einen Steilpass in den Strafraum. Jetzt vielleicht das 2:1. Kein Abseits. Mbia nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Dreht sich und schießt. Latte. Kronenberg kann vor Abbey klären. Ah, schade. Golubitzki setzt sich gegen Paredes durch. Stoppt den Ball etwa 20 Meter vor dem Tor. Spielt steil in den Strafraum. Ombato nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Dreht sich und schießt. Und da ist das 2:1. Jawohl. Vorlage Golubitzki. Sehr schön. Volley-Schuss Mbia. Und der Ball zappelt im Netz. Ja, für artistische Tore ist der Mbia zuständig. Ganz klar. So, 3,5er Note. Ja, Korea lassen wir mal für Hühnemeier spielen. Eckball für jetzt Wolfsburg von der rechten Seite jetzt. Sari legt sich der Ball zurecht. Winkt noch einmal freundlich zu den Fans. Schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Aber Marx kommt raus und packt sich dazu. Sehr gut. So, Abbe jetzt. Nimmt den Ball mit. Spielt sofort den Pass in den Strafraum. Mbia versucht den Ball unter Kontrolle zu bekommen und wird von Nuhu im Strafraum festgehalten. Und lässt sich theatralisch fallen. Ach Mann. Hätte nicht sein müssen. Aber beim 3:0 ist das noch okay. So, Bastos kommt mal für Dings rein, für Abbey. So, 78. Minute. Der Froschauer kommt auch mal rein für Leo Dolter, ne? Ja. Let's go. Kolat jetzt, bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Aber das war's. Gelbe Karte für Golubitzki wegen absichtlichen Handspiel. Und wir gewinnen das Spiel am Ende 3:1. Sehr, sehr wichtig, um für die Meisterschaft zu spielen. So, 5:3 Chancen. Wir gewinnen 3:1. Bester Spieler war Ombato. Spielwertung 3. Ganz nett. Ja, wie gesagt, wir sind immerhin weiterhin auf Platz 2. Nicht immerhin, weiterhin. Ja, Frankfurt hat anscheinend nicht gewonnen. Da werden wir gleich nochmal genauer gucken. Aber ein Punkt. Ein Punkt nur noch. Mann. Dann sind wir auf dem ersten.
Aber Hannover ist halt, ach Hannover sei schon, aber Frankfurt ist halt eine sehr starke Mannschaft. Wir gucken mal. Wir gewinnen 3-1 gegen Wolfsburg, Viktoria Köln verliert 0-1 gegen Dortmund, Fürth verliert 0-2 gegen Wien Wiesbaden, Duisburg gewinnt 2-1 gegen Leverkusen, Paderborn spielt 0-0 gegen Augsburg, Hertha verliert 1-2 gegen Bayern, Hoffenheim verliert 0-3 gegen Hamburg, Frankfurt spielt 1-1 gegen Mainz und Leipzig gewinnt 4-0 gegen Hannover. So, Embiid und Ombato sind jetzt auf die Torschützen. Also beide wollen die Torjägerkanone haben. So, Ombato auf Platz 9, Embiid Platz 5. 11 des Tages, Ombato Polozzi von uns. Wir teilen Ihnen mit, dass Ihr Verein hiermit die Lizenz für die neue Saison erhält. Mögliche Auflagen werden Ihnen in der Zeit, in der nächsten Zeit noch zugestellt. Brauchen wir aber nicht. So, Ahmed Wechsler von Arsenal nach uns nächste Saison. Genau. Van Hecke von Hannover nach. Ach du grüne Neune, was hat der für einen Namen? Metsu Kübist Sori FC. Wo ist das denn? Sera von 1860 nach Wiedenbrück. Bentancor von Offenbach nach Preußen Münster. Jabruk von Frankfurt nach Liefering. Scalatidis von Paderborn nach AS Monaco. Tyler Adams von UD Almeria nach Slavia Prag. Burnett von Celta Vigo nach St. Pauli, Diouf von Hamburg nach Kopenhagen, Kosia von Hannover nach Spartak Moskau, Van Grunzwen von Freiburg nach Werder Bremen, oh, ein Stecker-Einspieler, sogar krass, nach Chemie Leipzig von Sheffield United. Ansonsten, ja, dann haben wir noch Antonio Gomez von Osasuna nach Rapid Wien. Ja, der Fährmann, genau, der soll ja verkauft werden, aber den möchte noch keiner haben. Ja, in der nächsten Folge, Leute, dann geht's weiter gegen Leipzig im Rückspiel. Außerdem haben wir das Spiel gegen Hamburger SV und Bayern München und Mainz. Stimmt, da haben wir zwei Ligaspiele. Wir gucken mal, wo stehen sie denn? Wer war halt nochmal? Hamburg, Bayern, Mainz. Hamburg, Bayern, Mainz. Hamburg, Bayern, Mainz. Bayern auf 6. Hamburg auf 9 und Mainz steht auf 12. Ja, sag mal so, ne? Wenn wir Meister werden wollen, dann müssen wir alle Spiele gewinnen, ne? So ist es. Und nie anders. So, wir machen noch ein paar Einzelgespräche, würde ich sagen. Und dann beenden wir die Folge auch für heute. Mal gespannt, ob wir Meister werden. Koritowski ist leider verletzt, der spielt nicht mehr für uns. So, Ramsey kriegt man noch ein Gespräch. Der Bernsdorf, der Fährmann und wen machen wir denn noch? Guckt euch das mal an. Moral von 120. Ja, komm, nehmen wir mal Nanami noch. Genau. Ja, liebe Leute, das soll es auf jeden Fall dann von mir gewesen sein für diese Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken. Ja, ob wir da schon ein bisschen das entscheiden können, ob wir Erster werden oder so. Ja, wir gucken mal. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Würde mich richtig freuen darüber. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, auch gerne ein Abo. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange tschüss und bis dann.